Hallo Survival-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zur Season 2 von The Walking Dead. Das lange Warten hat ein Ende, wir werden endlich erfahren, wie es mit Clementine, unserer ans Herz gewachsenen kleinen Kämpferin, weitergeht. Das Entwicklerstudio ist einen etwas anderen Weg gegangen, nämlich dieses Hauptspiel, also die erste Episode, nenne ich es mal, gibt es für ungefähr 5 Euro. Es ist gleichzeitig auch ein Season Pass erschienen, wo alle weiteren Teile enthalten sind, die bis zum Herbst 2014 noch erscheinen werden. Ich habe natürlich die erste Episode gekauft und auch den Season Pass, um euch einfach pünktlich hier am Samstag und jetzt auch ab sofort jeden kommenden Samstag hier in Spielfilmlänge, das heißt eine Stunde The Walking Dead, eine Stunde Clementine, eine Stunde Gruselschocker per Excellence. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich bin da selber gespannt, wie es endlich weitergeht, weil wir wissen ja, Season 1, das gab nicht wirklich ein Happy End, aber es gab Hoffnung am Ende. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Wir werden mal hier mal zurückgehen und gehen einfach mal nicht im Vergleichbar, sondern jetzt starten. Das Ganze ab 18, natürlich ohne Multiplayer. Ich hoffe mal, dass das Entwicklerstudio seinem Stil treu geblieben ist. Ich habe mir keine Berichte angeschaut. Das ist ein absoluter Blindkauf. Und ich bin gespannt, ob mich das Ding genauso fasziniert wie die Season 1. Weil das hat mich echt vom Hocker gehauen. Allein die beruhigende Musik schon wieder. Als Vorbereitung habe ich mir alle 3 Staffeln von The Walking Dead, der Serie, reingezogen. Also das heißt, ich bin komplett auf Zombie eingestellt. Press Start to Begin. Ich bin immer gespannt, ob es hier wenigstens deutsche Untertitel gibt. Und dass die nicht erst später wieder nachgeliefert werden. Das wäre natürlich richtig blöd. Schauen wir einfach mal. Aber ich denke mal, die haben aus ihren Fehlern gelernt. Ich hoffe es einfach mal. Also wie gesagt, eine Stunde ab sofort jeden Samstag und ich denke mal, das ist auch, ich kenne ja einige Leute von euch, die haben mir da immer geschrieben, du, ich setze mich da jeden Freitag, gab es ja damals immer so eine Folge, ich setze mich jeden Freitag mit der Tüte Popcorn vor meinen Fernseher, Laptop oder Tablet und warte sehnsüchtig, dass es weitergeht. Oha. Okay, Help and Options, schauen wir hier mal rein. Save Files, Audio und Video, kann man auch mal hinkicken. Vielleicht gibt es ja hier eine Einstellung, Master Volume, das ist alles relativ laut, wenn ich auf meine Elgato gucke. Display Subtitles, das finde ich schön, das ist schon mal drin. Gibt es hier ein bisschen wie Erklärung dazu? Nein, nicht wirklich. Da lassen wir mal so, wie es ist, würde ich mal sagen. Hoppli. Er wirkt ein bisschen heller, oder? Gehen wir nochmal rein, mal gucken, ob es hier nochmal einen Unterschied gibt. Weil ich weiß ja, auf YouTube ist das alles ein bisschen wie dunkler. Ich sehe jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Was ist bei Gameplay drin? Wir spielen natürlich so Display-Style, Standard, Minimal. Wir lassen mal Standard. Ich glaube, da gab es ein bisschen Hilfe noch mit dazu. Orpli. Apply, ich weiß. Controls, gucken wir hier nochmal rein. Das Menü wirkt auf jeden Fall eine ganze Ecke anders. Ein bisschen aufgeräumter. Ich meine, es ist immer dieser Minimalismus. Das finde ich schön. Save-Files kann man jetzt hier verwalten. Ist okay. Ich denke mal, liebe Leutchen, wir schauen mal bei Download-Content nochmal rein. Da dürfte eigentlich nicht allzu viel drin sein, um genau zu sein, gar nichts. Genau, coming soon, coming soon, coming soon. Und wenn ihr den Season Pass hast, für 14 Euro und der Season Pass, sind im Prinzip diese 3 Teile, diese 4. Den ersten musstet ihr, glaube ich, trotzdem extra kaufen. Genau, hier haben wir es ja hier. Genau, und ich wurde geohnt, Season Pass, Best Value von 2 bis 5 und da sparst du ein bisschen Geld. Wer sich sagt, 15 Euro ist mir zu teuer, dann schau einfach meine Videos. Gut, liebe Leutchen, seid ihr bereit? Habt ihr euch Popcorn geholt? Dann lehnt euch zurück und genießt mit mir gemeinsam The Walking Dead Season 2. Episode 1. Chapter 2. Okay, also bitte gucken, können wir schon? Ich dachte, jetzt geht's einfach los. Na dann, fangen wir mal an. Ja, den kennen wir auch noch, ne? Der hat uns sehr, sehr auf dem Stich gelassen. Der hat uns sehr auf dem Stich gelassen. Wie gewohnt, wir müssen Entscheidungen treffen. Und abhängig von meiner Entscheidung oder unserer Entscheidung, da die Kämpfe um die Tankstelle. Mit Lee damals noch zusammen. Safe File Found.
You will now need a chosen Sapphire slot from Season 1 to continue this story. Okay, machen wir. Completed. Ja, das ist, glaube ich, eine Sicherungskopie. Wir nehmen einfach mal Game 3. Weil die 400 Days haben wir ja auch noch gespielt, was ja so eine Art Prequel zu der Season 2 war. Auch wenn das Ding irgendwie... Man hatte nicht wirklich Zeit. On the Walking Dead. Es geht's los, Leute. Es geht los. Okay, englische Untertitel, leider. What's your name? I'm Clementine. You've been all by yourself through this? Mm-hmm. I know who you are, and I know you're a killer. This is not how the world works now. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. Hey. I got it! Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come. But you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! Oh, no. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. I saw my parents. I know. You can leave me. It's okay. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Der Moment, als es damals wirklich zu Ende ging mit Lee, den werden wir, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Wer jetzt, weil ich das erste Mal einschalte und mit The Walking Dead gar nichts anfangen kann, schaltet an dieser Stelle ab und schaut euch einfach die Playlist an. Da ist alles drin. The Walking Dead. Von dem Anfang bis jetzt. Leider keine deutschen Untertitel. Muss ich nochmal schauen, ob ich irgendwas umstellen kann. So ein bisschen dunkel vom Gefühl her. Da haben wir sie. Unsere kleine What Kämpferin. Do you think? Oh, Mead, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Okay, sehr schön. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid Junior. No. You have to admit it. Was ist, wenn es ein Mädel ist hier? What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Pass bitte auf, wenn du reingehst. Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Also zusammengefasst, wir wissen jetzt, wer die zwei Personen am Horizont Hello? Waren. Sieht ruhig aus, ne? Sieht sehr ruhig aus. Okay, wir werden jetzt hier trotzdem mal ganz kurz Stopp machen. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo vielleicht deutsche Untertitel einblenden kann. Aber hier ist nichts drin, ne? Das ist okay. Audio, Video. Vielleicht kann ich die Helligkeit noch ein bisschen höher machen. Machen wir so. Subtitles lasse ich euch mal an, liebe Leutchen. Es gibt derzeit, wie es aussieht, keine deutschen Untertitel.
Aber ich denke mal, Verbindungssprache mit Text sollte das eigentlich jeder mit einem halbwegs normalen Grundschulenglisch auf die Kette bekommen. So, schauen wir einfach mal. Erstmal gucken, ob ich hier alles... okay, das ist die Steuerung, okay. Das ist ein bisschen anders hier. Schauen wir hier mal ganz vorsichtig rein. Ist da jemand? Das ist leer, okay. Oh, gross. Ich traue mich gar nicht hier reinzuschauen. Egal, wir müssen alles prüfen. Ist da jemand? What's that? Das sieht nicht gut aus. Also auch besetzt. Gut, gehen wir mal halt auf den letzten Pod gucken. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Hey, das sieht schön aus. Naja, den Umständen entsprechend, sag ich mal. Good, no one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Gut, dann waschen wir uns erstmal das Gesicht. Weil wir sehen ja echt aus. Du hast einen sehr harten Weg hinter dir. Du hast einen sehr... schau mal. Wasserflasche. Genau, und auffüllen mit Leitungswasser. Ah, okay. Wir machen uns das Gesicht sauber. Ja, wesentlich besser. Wir wissen, dass da ja nichts drin war. Demzufolge, ich tippe mal die goldene Mitte. Schauen wir da mal rein. Da ist sie nicht. Vielleicht doch am Anfang. Da ist sie auch nicht. Aber wo ist denn die Flasche jetzt hingerollt? Ist sie echt bis zum Ende gerollt? Schauen wir da halt nochmal rein. Aber jetzt muss sie hier sein. Da ist sie ja. Die nehmen wir natürlich wieder mit, logisch, klar. Wir brauchen... Flaschen sind wichtig, gerade wenn sie sauber sind. Psch. Psch, ganz ruhig. Das ist Krista. Oder? Ganz ruhig, wer ist das? Unsere Pistole liegt natürlich draußen, das ist gar nicht gut. Schnüffelt jemand in unserem Rucksack rum? Krista? Bin mir nicht ganz sicher. Kein Fehler machen. Überlegen. Sieht fast so aus, als würde... Krista? Das ist Krista. I see you. Ich sehe dich auch. Get out of there. You're not fooling me. Wer bist du? Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Hallo, wir sind ein kleines Mädchen, jetzt machen wir keinen Mist hier. Get out here. Wer bist denn du? Hat Omid das nicht gesehen, dass sie reingegangen ist? You got anything on you? Mm-mm. Come on, let's see. I ain't gonna ask again. Wie heißt du? What's your name? My name? Why do you care? I was just wondering. Stupid. I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. Willst du ein Kind erschießen, oder wie? I'm not screwing around. Come on. Wir haben nix. I don't have anything. Give me that hat. No! Where'd you get it? I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Nein! Hol dir eine eigene Mütze! Du machst mich ein bisschen aggressiv. Junk, junk. Ja. Look at all this junk. Ah, shit, yes. Shit, and more shit. Omid. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. You ain't got nothing good.
You're just a little fish. Du hast nur dein Gewehr gelassen, Omid. Fish? This your daddy? What a bozo. Was? Nein. Nein! Oh, Mann! Nein! Oh, Mann! Das muss doch nicht sein! Sie hat das Gewehr. I didn't mean to! I didn't mean to! Auge im Auge. Gib uns nicht die Schuld dafür, wir können nichts dafür. Sterben geht weiter. Ja. Okay. Da war es nur noch Krista und Clementine. Haben wir jetzt eine Mädelsrunde. Krista ist schwanger. Ja. 16 Monate später. Okay, da dürfte das Baby auf jeden Fall schon mal auf der Welt sein. Eine Umgebung für so ein Kind. Krista, talk to me. Bitte. Bauch ist flach. Aber kein Baby weit und breit. Na, vielleicht schläft es, ja? Na, sieht nicht so aus. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. It's more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, baby. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. Mm-hmm. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Feuer ist wichtig. Muss ja Wasser abkochen können. Und dich warm halten. Genau. Kein großes Feuer. Fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? Mm-hmm. We can't survive without food. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. No. Denkst du, wir schaffen es soweit? Can we make it that far? Maybe. I don't know. We just need to keep moving north. We sure as hell can't stay here. Das stimmt. Viel zu gefährlich, viel zu viele Bäume. Wir brauchen ein offenes Sichtfeld, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Ja, wir vermissen Lee. I miss Lee. I'm sure you do. Das ist der Vorteilsatz gewesen. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Okay. Es ist kein Einstand, wie ich es. Was gibt's denn heute Schönes? Ratte? Katze? Für einen Büffel ist es zu klein. Man darf den Humor nicht verlieren. Genau. Das ist gut. Den Rucksack schön ein bisschen trocken gelegt, das ist gut. Was haben wir hier alles noch drin? Schauen wir mal. Foto?
Wir brauchen ein Feuerzeug, um... wo ist der Leiter? Drawing. Müssen wir also den Rucksack ein bisschen ausräumen, damit wir hier ans Feuerzeug rankommen. Kenny. Stimmt. Gibt's ja auch alle nicht mehr. Da ist der Leiter, oder? Ja, das ist der Feuerzeug. Feuerzeug ist Leiter, genau. Mit einem Schmetterling. Mädelsfeuerzeug. Macht Mädchenfeuer. So, schauen wir mal. Gehen wir da einfach mal hin. Er hat sich aber auch ein bisschen was getan, muss ich mal sagen. So, von der Steuerung und von der Grafik her sieht doch ein bisschen anders aus. Look at the fire. Ah, okay, die Farben müssen wir beachten. Grün ist A, gelb ist Y. Ich denke mal, rot ist B und blau ist X. Dann, fire in the hole. Das musst du interaktiv machen. Finde ich krass. Okay. Und rein damit. Psch. Auch vollkommen wichtig. Ich müsste euch auch merken, nie ein großes Feuer machen. Das zieht nur... Erstens zieht es die Viecher an. Hm. Bitte boosten vielleicht? Geht das? Bitte boosten hier. Campfeuer. Schauen wir mal. The flames aren't high enough. Ja, ich will ein bisschen pusten. So, was haben wir denn hier hinten? License Plate. Also Nummernschild liegt da hinten, von dem Auto. This won't burn. Das stimmt, das brennt überhaupt nicht. Hier ist aber noch Holz. Lock. This might burn. Ne, das könnte brennen. Ein bisschen aufpassen, was im Hintergrund so abgeht. Dann legen wir hier den Holzblock noch rein. Das Viech muss ja irgendwann auch mal gar werden. A burn lock, genau. Also Papier brennt ja, das macht, muss man ganz kurz zischen, dann ist es weg, das bringt überhaupt nichts. Leute. Jetzt ist es Mist, dass wir ein Feuer anhaben. Psch, ganz ruhig, Clementine, ganz ruhig. Du bist nicht allein, wir sind alle bei dir. Wir sind alle bei dir. Such deine Pistole. Komm, wir suchen deine Pistole. Vertraue niemanden. Es ist natürlich blöd, dass Chris da weg ist. Und nicht zu weit vom Lager entfernen. Sie läuft den Stimmen entgegen. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit, lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. She's not saying. What the Krista, fuck? Run! Hey! Jetzt muss ich ganz schön schnell handeln hier. Da haben wir einen Stein in einen Typen ins Gesicht geworfen. Oh, Leute. Ich dachte, wir fangen ganz entspannt an. Aber nix ist. Von Anfang an sind wir auf der Flucht hier. Ruhig. Mist. Boah, du musst auch in Richtung mit beachten. Ich war zu langsam, Los. Lauf. Weg. Oh. Fluss. Lass uns los. Ah, komm, lass uns los hier. Hier drehe ich nochmal gegen... Nein! Lass uns los! Jesus, are you fucking kidding me? Wo ist Krista? Wir brauchen Krista. Krista, komm! Komm, ist euer Windgewehr wieder! Hilf uns doch mal! Das ist Zombie! Hilf uns, Zombie!
Hilfe und Zombie kommen. Jawohl. Da ist der nächste Klappstuhl. Überall noch Klappstühle. Komm, werde ich, bitte. Komm, du weißt, wie es geht. Du. Weg. Game over, würde ich sagen. Mahlzeit, Mr. Zombie Man. Weg. Runter. Oh mein Gott, ihr müsst ja echt schnell sein. Stein ist gut. Wer kommt? Hier, du als Erster. Bam. Nein! Das ist gar nicht gut. Weit weg von jedem Feuer. Clementine! Wir stecken mittendrin in der großen Popo. Leute. So, also ich habe jetzt schon den Moment erreicht. Nervosität extrem. Gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich glaube, dieses kleine Freezing-Bild. Der erste Erfolg. Das finde ich ja nach wie vor das Schöne an dem Spiel, dass du allein durchs Durchspielen bekommst du alle Erfolge. Das war schon in Season 1 so. Und in Season 2 scheint es genauso weiterzugehen. Okay, wir haben es ans Ufer geschafft. Brauchen auf jeden Fall ein Feuer. Aber wir haben nichts bei uns. Ein Feuerzeug dürfen wir einstecken haben. Das tut bestimmt weh. Und uns ist kalt. Aber hier sieht es ganz nett aus. Jetzt sind wir ganz allein. Aber ganz allein bist du nicht. Wir sind ja alle bei dir. Oder Leute? Ein Kanu. Okay, die ist der erste Nehmer. Dann gucken wir erstmal das Kanu an. Das sieht aber auch ein bisschen defekt aus. Kopf drehen. Kids. Ich konnte es nicht lesen. Okay, da ist die andere Hälfte vom Kanu. Hat sich erledigt, demzufolge. Gehen wir mal hier gucken. Was ist denn das? Hier können wir uns, glaube ich, hochziehen. Clementine ist ja sportlich, das wissen wir ja. Komm, das schaffst du. Komm. Ja. Na komm. Jawohl, und hochziehen. Hochziehen, komm, das schaffst du. Ja. Toughes Mädel hier. Kann man nichts sagen. Geh mal vorsichtig gucken. Holz könnte ein bisschen morsch sein, müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, Mister, are you there? Was haben wir denn hier Schönes? Was bist denn du? Ein Deadwalker. Den gucken wir uns mal an. Wir brauchen erstmal Waffen und so ein Kram. Wir müssen mal schauen. Oh, Leute, das ist nichts für mich. Okay, erstmal durchsuchen. Mit einem Schild eliminiert. Okay. Kein schöner Anblick, aber immerhin. Wir gehen nochmal zurück. Weil hier gab es ja noch einen Baum, den wir noch uns angucken können. Muss ich dir vorstellen, mit dem linken Stick steuerst du Clementine oder die Person. Und mit dem rechten immer den Blickwinkel. So, schauen wir mal in den Baum rein. Vielleicht ist da was drin. Nichts drin. Dachte ich mir schon fast. Okay, was haben wir hier? Hier ist ein Grab. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Ein bisschen umgucken hier, ob irgendwas rumliegt. Ein Grab ist selten ein gutes Zeichen. Da ist wo der Kanu-Besitzer beerdigt. Steht ein Name vielleicht? Sieht nicht so aus. Aber das ist das, was Menschen nach wie vor auszeichnet. Die Freunde werden beerdigt, die Bösen werden verbrannt. Na dann. Ist hier sonst nichts mehr? Warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Sicher ist sicher. Wir wissen aus anderen Überlebensspielen, lieber einmal zu viel geguckt, hierhin kommen wir nicht hin, als einmal zu wenig. Weil am Ende liegt hier wirklich irgendwas rum, was wir noch gebrauchen können. Und das wäre wirklich ärgerlich, wenn wir die Hälfte hier liegen lassen würden. Ist hier noch was? Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Na dann. Aber sicher ist sicher. Wie gesagt, lieber nochmal prüfen, als am Ende eine gute Waffe liegen zu lassen. Oder irgendwas, was wir später noch gebrauchen können. Also ich würde mich persönlich wohler fühlen, wenn wir aus dem Wald endlich rauskämen. Weil das ist... Ja, Clementine hat auch ein bisschen Angst.
Ich hätte auch Angst, beim besten Willen. Nix bei uns. Vor allem allein. Allein im Wald. Okay, hier ist ein Schild. Warning Sign. Schauen wir mal drauf. Ein Warnschild ist das Ganze. Bestimmt wegen Tieren, die hier so rumrennen. Hier gibt's Bären, hier gibt's Schlangen, hier gibt's Wölfe. Okay. Klettern wir über den Baum rüber. Wir brauchen vor allem dringend was zu essen. Weiter. Und immer gucken, also ihr seht auch, immer hin und her schauen, ob hier irgendwo was rumliegt am Wegesrand. Boah. Boah, wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer. Eine Höhle wäre nicht schlecht. Ich sehe ja schon so ein paar Felsen. Nadelbäume. Also Mischwald ist das hier. Alles andere ist einladen und alles sieht gleich aus. Das ist die große Gefahr bei Wäldern. Und der Wald ist groß. Ui, Kopf einziehen. Oh, Mann. Ich bin total entspannt. Ich hoffe, ihr auch. Zombie. Das rieche ich schon. Zombie. Ein Hund? Okay, Boy. It's okay. Wem gehört der Hund? Wo sind deine Besitzer? Where are your owners? They around? Okay, mit dem Hund zu reden ist. I hope they're nice. Dahinter? What's he doing? Zeigt er uns vielleicht den Weg? Wir gehen einmal mit. Nicht so schnell. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Wait up. Wir sind ja nicht so schnell. Ja, vielleicht haben wir mal einen neuen Begleiter. Aber was ganz Neues. Ein kleiner Wauzi. Alter Schwede. Da ist wirklich ein Kloß im Hals hier. Shelter. Versteck ist das Ganze. Gut, der Hund mag uns. Und ich mag den Hund. Hallo? Oh, hier liegt einiges rum. Aber der Hund sieht ziemlich verwahrlost aus. Ich glaube, der hat schon längere Zeit nichts mehr gesehen. Ja. Ich würde mal sagen, wir durchsuchen das Ganze mal. Richtig. Für dich und für mich. Gut, wo lagern die meisten Leute Essen? Richtig, im Van. Also im Auto. Schauen wir da erstmal rein. Ob es hier irgendwas gibt. Und? Ah. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Man merkt aber deutlich, dass Clementine auf jeden Fall eine ganze Ecke erwachsener geworden ist. Oder geht das nur mir so, liebe Leutchen? Geht das euch auch so? Durchsuchen wir die. Da ist immer noch ein Zelt. Und wo sind die Besitzer? Sieht nach allem aus, aber nichts. Nothing edible. Schöne Puppe, ja. Aus dem Alter sind wir also mittlerweile raus. Gut, was haben wir hier? Barbecue. Ist hier noch was drin? Wir schauen erst mal. Ich glaube, da hätte der Hund das schon lange rausgeholt, wenn da noch was drin wäre. Schauen wir mal. Und... okay. No food here either. Das Ding hat die besten Zeiten hinter sich. Schauen wir auf den Boden. Da liegt auch nichts rum. Trash Barrel, das ist die Abfalltonne. Schauen wir mal. Gotta check everywhere. Ja, leider. Ist da was drin? Ne. Well, here we go. Das sieht... Vorsicht nicht, dass du dich schneidest. Oh my god, thank you. Komm, wir machen uns was zu essen. Can. Now I just need something to open it with.
Gut, da suchen wir einfach mal weiter hier. Ah, cool, wir können den Hund. Können wir den Hund ein bisschen plaudern? Wir schauen mal ein bisschen weiter hier. Hier gibt es ja noch mehr als genug zum Erkunden. Das ist auch gut, dass Sachen, die wir bereits erkundet haben, dass die schon weg sind. So, wir fangen mal hier systematisch weiter an. Was ist denn hier hinten? Flying Disc. Ein Wurfdingens. Ein Frisbee. Wurfdingens. Also ich probiere so gut, wie es geht, euch den ganzen... Hey, wanna play? Wanna play catch? Okay, bring it back. Ist auch gut fürs Vertrauen. Du hast Hunger, ne? Good boy, good boy. Du hast Hunger und du bist damit auf keinen Fall allein. So, ich schaue mal in das Zelt rein. Aufpassen. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Mhm. Wir sollten uns, wie gesagt, nicht allzu lange hier aufhalten. Wir sollten zusehen, dass wir bei Zeiten... Was ist denn hier unten? Look at Ken. Das ist noch eine Dose. Die ist leer, oder? Empty. Better keep looking, boy. Wo sind deine Besitzer zum Henker nochmal? Das Biss beunruhigt mich ein bisschen. So, ich schau mal das Zelt an. Was da so drin ist. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Also das Ding hier gab es wieder als einen ordentlichen Kampf. Das Ding hier. Was ist los? Hast du was? Hey boy, what's the matter? Shh, we have to be quiet. Ja. Ruhig, ruhig, ruhig. Ein Messer, ein Messer. It's okay, he's dead. Ja. Look. You can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Shh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Der lebt aber noch. It's okay. We're smart and he's not. We're smarter than all of them. Ja, wir sind deutlich schlauer. So, wir sollten dem irgendwie vielleicht eins überbrezeln hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Hey, it's okay, boy. Shh. He can't hurt us. Gut, der ist festgebunden. Wir sollten vielleicht, wir müssen an das Messer irgendwie rankommen. Think he had himself tied up or did someone force him to do this? Na dann komm, probieren wir es einfach mal. War nicht. Kann ich dir nicht irgendwie eins auf die Rübe hauen? Mhm. Ja, komm jetzt. Komm, probier's. Ah, wir kommen da nicht ran. Wir kommen da nicht ran. Der Kollege wehrt sich nach wie vor. Ah, hier haben wir was zum Draufhauen. Komm mal her. Du hast sowieso schon hinter dir. Stand back, okay? Keine Macht in Zombies. Kopfschmerzen vor der Welt. Stimmt ein bisschen, ne? Ist nur Blödsinn im Schild. Was? Sag mal. Du kriegst gleich... Ne, du, da kenne ich nix. Bam. Kopfschmerzen bei uns zwei. Sag mal. Das seht ihr mal, wie wenig Hirn überhaupt noch aktiv ist. Komm, lass es raus. Lass es raus, komm. Das Geräusch sagt uns, wir haben es geschafft. Psch, ganz ruhig. Wir haben da was zu essen, mein Freund. Wir haben da was zu essen. We just have to stay out of their reach. Mhm. Liebe Leutchen, Search Pocket. Ah. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Na, nichts dabei. Gut, der ist weg. Das Messer holen wir uns jetzt endlich. Weil wir haben Hunger. Still pretty sharp. Mhm. Okay, well, now we're getting somewhere.
Die Knotter-Ottermarken, ne? Mhm. Warte mal, ich hab da, ich möchte gerne die Tiefkühltruhe noch anschauen. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal was zu essen. Auf geht's, komm. Du kannst das. Tief durchatmen. Mhm. Hoffentlich bist du nicht abgelaufen. Dann, Nummer 1. Ja, ich glaube, so macht keiner von uns eine Dose auf. Da siehst du mal, Überlebenstraining zahlt sich aus. Gut, noch eine Ecke und dann haben wir es geschafft. Bohnen! Ja, sieht gut aus. Riecht gut. Ja. Du hast auch Hunger, ne? Na komm, hier. Kriegst du was? I guess you're pretty hungry too. Here you go. Hey, you don't eat it all. Was? Sag mal. Ich glaube, es hakt. Bist denn du für ein blöder Hund? Ah. Ah. Was zum Geier ist gerade passiert? Okay. Oh. So viel zum Thema, ja, Tierliebe, ne? Here you go. Krieg ich ein Bild dazu? Hey, der, der ist total verfressen, der lässt sich halt nichts wegnehmen. Komm. Linke Seite war das Messer, rechte Seite war eine Dose. Linke Seite war das Messer, rechte Seite war eine Dose. Ich krieg's nicht übereinander, ich krieg's nicht übereinander. Wir haben's geschafft. Okay, der hat definitiv einen weggekriegt. Mutieren Tiere? Nein. Nein, ich kann es nicht mehr ansehen. Komm, Clem, komm. Psst. Tut mir leid. Sorry. Och Mann. Wir sind wieder allein. Und wir haben eine Bisswunde. Wir müssen uns weiter umschauen. Wir müssen uns weiter umschauen. Hier muss irgendwo Verbandsmaterial oder sowas rumliegen. Oder Clem, da hinten die Kühlbox vielleicht noch anschauen. Weißt du, kein Bock mehr. Okay. Ach, scheiße. Mann. Irgendwas um den Arm zu verbinden, ansonsten verlieren wir viel zu viel Blut. Wir verlieren viel zu viel Blut und das lockt natürlich auch die ganzen Klappstühle an. Ist da hinten was? Ja, wir sehen schon am Blick, die ist ganz schön geschafft. Kaum was gegessen. Aber die Instinkte sind wach. Ja, jetzt kommt das nervliche Zusammenbruch noch mit dazu. Wir machen eine Pause. Nicht einschlafen. Was jetzt? So still oder plötzlich um uns rum? Da kommt ein Typ. Zombie. Okay, das heißt, wir sind wieder mal mittendrin.
Komm, wir brauchen jetzt Kraft. Wir brauchen Kraft. Komm, komm, komm. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Du bist nicht allein. Wir stehen alle hinter dir. So, lauf. Komm. Was ist ein Rennen zum Geier nochmal? Was ist ein Rennen? Ah, ich weiß nicht, was Rennen ist. Ah, jetzt müssen wir uns erstmal wieder verteidigen. Oh, du hast Mundgeruch, Alter. Muss. Zum. Ich nenne dich ab sofort Daryl. Die sehen nett aus. Die sehen nett aus. Die hätten uns zurücklassen können. Tun sie aber nicht, Gott sei Dank. Ja, wir sind total ballerballer. Wir sind total durch den Wind. Ich bin immer gespannt, wo wir hinkommen. On the path, auf dem Pfad. I think we're safe. Also ein bisschen dumm und vor allem langsam. Yeah, we're good. Hey, you all right? Nicht wirklich, du. I think so. Habt ihr vielleicht Verbandsmaterial, weil wir haben so einen kleinen Kampf mit unserem, war nicht unser Hund, aber war ein böser Hund, eigentlich ein lieber Hund. Der wurde aber böse. What are you doing out here? Ja. Where are the people you're with? Alle weg. There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. Ich bin allein. Alone. Everyone I know is gone. It's just me now. I'm sorry to hear that. I just lost a sister. We've all lost folks. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. Servus. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us and you look like you could use some. Oh, shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, it really was a dog. Please, believe me. Look, I want to, kid. But I gotta believe my own two eyes first, and I didn't see no dog around. No, it was from before. Schau dir doch die Wunde einfach an. Gib mir die Option, bitte, bitte. Ich möchte noch was sagen. Kinder lügen nicht. All right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Schau dir einmal die Wunde an. Du wirst sehen, dass... See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. Now what does that matter, Pete? Seriously, I want to know how believable her story is. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Oh, doch, das können wir. Clementine? Yeah. Yes. You telling us the truth? Yeah. You look me in the eyes when you answer. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Bissel Vertrauen, liebe Leutchen. Bissel Vertrauen. Komm, wir gehen weiter. Oh Gott. Jetzt dürfen wir selber laufen, oder wie? Eine Stadt?
Ihr habt eine ganze Stadt? Oder ein Haus Clementine, zumindest? Are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Uh-oh. Oh, shit! Ja, wir haben uns ein bisschen übernommen. Ja, ist ja vollkommen normal. Überlegt euch mal. Abgehauen, ins Wasser gefallen, allein das, komplett unterkühlt, nichts gegessen, Kampf mit einem Hund. Gut, der Klappstuhl, da einer angebunden, der zählt man nicht. Schwanger. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa, whoa, what the fuck? Tinnitus, super. Danke dafür. Every worker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Endlich einer mit Nerven. Na du? It's okay. Go ahead, he's a doctor. Okay. Damn, that must have hurt. Oh, wow. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Liz? Niemals. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would. You're a doctor, right? Aren't you supposed to help people that are hurt? I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Verbindet mich da einfach und steckt mich irgendwo hin oder so. Who's she? Sarah, what I say, stay inside. Eine richtig große Familie habt ihr hier. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Wir haben keine Ahnung. Irgendwo anders hin. Help somewhere else if I can. I understand you're scared. And I feel terrible delaying treatment. We've got to be sure. Das ist alles. Hol doch bitte Verbandsmaterial. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Ja. Das ist okay. Das ist okay. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. Turns out you're telling the truth. We'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Kann man zumindest aufs Ohr hauen. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Ist ja verständlich. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. Es wird gar nichts passieren.
It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Naja, wenigstens ein Dach über dem Kopf und sicher sind wir auch noch dazu. Bis morgen früh dann, ne? Komm runter. Ja, ist aber schon ein bisschen fies. Mit leeren Magen uns hier einfach einzusperren. Da ist gar nichts drin. Och Mensch, nicht mal wieder Stroh, wo wir uns drauflegen können. Sollen wir jetzt auf Brettern schlafen oder was? Oh, das wird euch noch leid tun. Ein bisschen Pappe liegt hier rum. Ein Hammer, das ist schon mal gut. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Erstmal ganz in Ruhe umgucken, was wir hier alles so haben. So, was haben wir hier? Wir durchsuchen mal das Fass hier hinten. Ist irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Nix. Na ja, klar. Ich glaube, so prall sind die dann auch wieder nicht. Was haben wir hier Schönes? Ein Anker. Mhm. Klar, wir sind in der Nähe vom Wasser. Warte mal. Tacklebox könnte eine Werkzeugbox sein. Obwohl das eher Toolsbox wäre. Schauen wir mal. Not much left in here. Na super. I guess if I have to, I can use this for stitches. Flicken wir uns selber zusammen, oder wie? Aha. Okay, wir schauen mal hier noch weiter. Was haben wir hier noch? Die Wettereffekte sind halt echt böse, wenn ihr das so hört. Wie die Regentropfen aufs Dach trommeln. Ja, da waren früher mal Werkzeuge. Schauen wir hier nochmal nach. Weil ich glaube, auf der Seite habe ich auf jeden Fall ein paar Werkzeuge gesehen. Was ist denn das hier? Ein Tisch? Tisch ist gut. Können wir mal aufklappen? Ja, perfekt. Können wir uns schon mal auf jeden Fall ein bisschen... Climb on table. Ah, hier können wir hochklettern. Komm, das machen wir. Oh, mit den kaputten Armen, oder? Ja, was haben wir denn hier Schönes? Jawohl, einen Hammer. Oder auch nicht. Genau auf den Arm gefallen, oder? Rettungsring. Das könnte so ein kleiner Bootsschuppen oder sowas sein. Ja, was soll ich damit anfangen? Da hast du recht. Da hast du recht. So, wir heben das Ding mal hoch. Ja, der Hammer liegt nämlich drunter. Richtig. Ja, mit logischem Denken bist du richtig gut. Hammer, nehmen wir mit. Ansonsten sehe ich jetzt nichts mehr auf den ersten Blick. Schauen wir hier nochmal ein bisschen umher, ob wir noch irgendwas am Rand entdecken, aber ich glaube fast nicht. Tja. Ja, dann befreien wir uns aber mit dem Hammer hier. Und ab, ab. Tada. Ja, drehen wir mal dagegen. Das hat auch schon die besten Zeiten erlebt. So, ist jetzt die Frage. Hauen wir ab? Hauen wir nicht ab? Bleiben wir hier und warten den Morgen ab? Was würdet ihr in so einer Situation tun? Und damit ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken habt, würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle einmal meinen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese erste Folge hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn du kommenden Samstag wieder einschaltest. Wenn es heißt The Walking Dead Season 2, hauen wir ab oder auch nicht. Das sehen wir dann später. Also, ich bin erstmal raus. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Tom.